Hallöchen und willkommen wieder zurück zu Der Jagdzockt und Transformers The Dark Spark. Wahrscheinlich hier im letzten Spiel vor der Platin. Natürlich noch einmal normal spielen. Eskalation. Bevorzugt natürlich, wenn ich überhaupt ein Spiel finde. Bin ja eh kurz vor Level 25 oder vor Stufe 25. Und genau, den Hack habe ich nur umgeändert in. Dass die Gegner einfach hier weniger Kraft abwerfen, nee, mehr Kraft abwerfen, dafür weniger Muni. Das ist mir eh aber ja relativ egal. Weil ich ja meine tolle Kiste habe, die ich ja noch 250 Mal, also theoretisch 250 Mal auf den Boden schmeißen muss. Ich glaube 110 oder 120 oder sowas war es beim letzten Mal. Das heißt, wenn es gut läuft, macht es in dieser Folge Bling. Damit bin ich dann automatisch hier irgendwann in Stufe 25, dann macht es nochmal Bling. Oh, dann muss ich nur einmal raus in die Charaktereinstellungen und den Prime Mode aktivieren und dann macht es nochmal Bling und nochmal Bling und dann ist das Ding Platin. Na, so, das ist der Plan für jetzt. Okay. Jetzt geht's aber ab. 4 Leute, einer Stufe 1, noch nie online gespielt. Okay, einer mit Prime Mode 1. Yakuza Trophy. So, warten auf Host. Dauert schon wieder gut lange. Na gut. Ja, nicht ganz so schlimm wie bei einem Mal schon mal, wo sie so geleckt hat wie Sau. Ja. Mal gucken. Ich werde jetzt eh die ganze Zeit nur die Kisten schmeißen. Ja, sehr schön, Obsidian. So wie das klingt hier, halb französisch, ne? Ja, was ich, Spanisch. Oder so. Ja, Yakuza, Japaner. So. Ammo Beacon deployed. So. Genau. Und dann schauen wir uns einfach mal, wie das hier ist. Dum-dum-dum-dum. More prey is on its way. Ja, man sieht es jetzt auch links unten unter meinem Lebensenergieanzeige. Ist extrem kurz vor Level Up. Ammo Beacon deployed. Nice. Du hast es drauf. Stufe 25, da ist die Trophy. So. Alle klar. So macht es doch hier. Sehr nice. Theoretisch könnte ich jetzt gleich sofort den Prime-Modus aktivieren, wenn ich das Spiel verlassen würde, aber nee, das mache ich nicht. Weil sonst habe ich keine Waffen mehr. Ach genau, die Frage kam auch schon, ja, wie will ich denn den Leuten helfen? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe ja noch über 100 Kisten und in den 100 Kisten wird mit Sicherheit 1, 2, 3 Waffen drin sein, die besser sind wie einfach nur keine Waffen. No. Also dem her sollte das nicht das Problem sein. Bam, 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 bam. So. Turret installation online. Prepare for maximum destruction. Barricade online. 5, 4, 3. Na komm. 2, 1. Ach Mist. Egal. La 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 la.
Ach ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gott. Der Tim auch. 1800. Ah ja. Upgraden wir mal das Ding hier. Barricade upgraded. Enjoy the respite. It won't last long. Dim, 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 dim. 3, 2, 1. Ammo Beacon deployed. Hey, kommt die Arbeit noch von da oder was? Anscheinend, wa? Johnny. Anscheinend kommen die auch alle noch von da. Drei abgeschlossen und fast nichts gemacht, ey. So, was nochmal? 4000. Mist. Nein. Get ready, Hunters. More prey is on its way. 5, 4, 3. Ammo Beacon deployed. 1. Ja, 200 auf 50 to go. Ach ja. Haben wir das jetzt, wenn die mal von da hinten kommen, oder? Komisch. Jupp, 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 jupp. So, jetzt habe ich es aber. Na komm. Turret installation upgraded. Dim, 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 dim. Enjoy the respite. It won't last long. 5. Ammo beacon deployed. 3, 2, 1. Na komm. Okay. Ammo Beacon deployed.
Bam, 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 bam. Was ist denn da oben los? Lol, was war das? So. Dim, 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 dim. Ihr wisst schon, dass wir das ganze Zeug da upgraden können und so. Prepare for maximum destruction. Corrosive installation repaired. 5, 4, 3. Ja. Corrosive installation upgraded. 1. 4.500. Ammo beacon deployed. So. Na? Hä? Oh, nice. Danke. Gott, hier mal ist abgeschlossen. Sehr schön. Quartiermeister durfte jetzt die Trophy gewesen sein. Das heißt, genau, gehe ich hier raus, weil das hat sich erledigt. Ha. Dum, 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 dum. So. Genau. Da gucke ich jetzt mal noch sicherheitshalber kurz nach. Bevor ich jetzt hier das Ding hier in den Charaktereinstellungen, hier unten, Prime Modus 1, ne, aktiviere. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Schön dranbleiben. So, dann bin ich jetzt auch sofort wieder zurück. Ja, passt. Das einzige Trophy, die jetzt noch fehlt, ist direkt hier in den Charaktereinstellungen der Prime Modus. Bla bla bla, genau, Waffenfähigkeiten, Herausforderungen werden zurückgesetzt, bla 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 bla. Jo, genau. Ränge in die beste Liste, Staudelfortschritt, Tech, Charaktere und Hex werden beibehalten. Jo, alle klar, annehmen. Es gibt keinen Zurück, bist du sicher? Ja, annehmen. Prime-Modus aktiviert. Pling, buntes Primus. So, und. Bam. Bis alle eins sind, das ist sie, die Platin. Jo. Somit hat sich das Gedönsel erledigt, was natürlich jetzt der Unterschied ist. Ich kann mal kurz reingehen in Primärwaffen. Na? Die Teile hier sind jetzt nicht mehr freigeschalten, aber man sieht es oben mit dem blinkenden Ausrufezeichen gerade eben. 121 Kisten habe ich noch, die ich in dem Fall öffnen könnte, um die ganzen Dinger hier wieder freizuschalten. Kann ich natürlich auch mal kurz zeigen, hier nochmal Ausrüstungskisten. Na, ihr seht es ja selber, 61, 20, 3, 37. Na, da sind wohl genügend Waffen noch drin, um euch dann hier die ganzen Trophäen auch noch zusammenzuholen. Wenn ihr dann Interesse habt und ja, andernfalls war es das hier mit dem Game. Ne? Platin ist es. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei dem anderen Game wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich hier viel Spaß noch. Haut rein, Servus und Ciao.